Hallo zusammen. In diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde, geht es darum, ein lineares Gleichungssystem mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens zu lösen. Ein Beispiel, wie das Gleichsetzungsverfahren angewandt werden könnte. Folgendes Gleichungssystem hat genau eine Lösung, berechnet das zugehörige Zahlenpaar. Diese beiden Gleichungen sind schon in der Form einer linearen Funktion gegeben, deshalb bietet sich hier das Gleichsetzungsverfahren besonders an. Wie könnte man nun möglicherweise generell vorgehen? Erstens, eine geeignete Variable in beiden Gleichungen freistellen. Zweitens, die Terme beider Gleichungen gleichsetzen. Und drittens, beide Variablen berechnen und die Lösungsmenge angeben. Wie sieht es nun bei unserem Beispiel aus? Eine geeignete Variable in beiden Gleichungen freistellen ist hier nicht nötig, weil jeweils y ist gleich in beiden Gleichungen schon dasteht. Schritt 2. Die beiden Terme gleichsetzen. Das wäre hier 2x minus 4 ist 3x minus y. Das heißt, ich ersetze die y's gegenseitig. Schritt 3. Ich soll beide Variablen berechnen und die Lösungsmenge angeben. Bei uns 2x minus 4 ist gleich 3x minus 5. Ich bringe die 2x nach rechts, das ist 5 auf die andere Seite und erhalte 1 ist x bzw. x ist 1, wie man es lieber möchte. Nun sollte ich noch das y berechnen. Es ist nun egal, ob ich den 1 oben oder unten einsetze. Ich habe es zum Beispiel bei der ersten gemacht. Damit erhalte ich y ist 2 minus 4 ist minus 2. Wenn man es unten macht, sieht man 3 minus 5 ist ebenfalls minus 2. Somit habe ich das gesuchte Zahlenpaar erhalten. Das lautet 1 minus 2, x ist 1, y ist minus 2. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen.